61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan Winter. Und ich bin Jana Chanel. Super sexy Star Samstag. Wir haben einige Leute gefragt, welche Unterwäsche sie an sich selbst, an der Partnerin oder am Partner sexy finden. Sei auch du sexy und bewerte dieses Video. 3, 2, 1, sexy Unterwäsche. An mir selbst ist es mir persönlich egal, entweder Boxershorts oder was weiß ich, ich kaufe immer Boxershorts. Da wird unsere Meinung auch gleich sein. Ich finde halt eher nur so Negativbeispiele bei Männern, also ich finde so Stringtangas oder so richtige, diese weißen Schlipper richtig abtören, aber ja, ob jetzt eine enge Boxershorts oder weit, das ist mir eigentlich auch egal. Okay. Ich stehe nicht auf Fetisch, Mode. Nicht auch nicht. An mir selbst finde ich so Arschkneifer. Richtig sexy. Oder so diese Elefanten-Tangas. Oh. Kennst du die so? Ja. Schwarz-gelbe Dortmund-Unterwäsche. An mir die Batman-Unterwäsche. No-Gos, absolute No-Gos, sind keine Unterwäsche, weil Hammer uninteressant, und diese Oma-Zelte. Geht gar nicht klar. Nee, also ich finde bei beiden Geschlechtern einfach Boxershorts schön. Fertig. Was ich gar nicht mag, ist diese Reizunterwäsche, die einfach so Geschnörkel dran hat und so schön aussehen soll. Man hat mir immer gesagt, schwarze Unterwäsche ist sexy. Also BHs und Hemdchen und Höschen, ne? Also ich war nicht so dafür. Ich hätte das auch nie getragen, so was Schwarzes. Ich finde, bei Typen ist immer das Beste, immer ein Boxershort, nicht diese Unterhosen. Das sieht echt nicht gut aus. Unterwäsche fände ich eigentlich fast immer sexy. Es sind jetzt so wirklich so Liebestöter oder so, aber ich finde, das macht einen Körper sehr, sehr spannend, wenn Unterwäsche die relevanten Zonen verdeckt. Weil das Gegenteil wäre im Grunde so ein bisschen so wie bei einem Krimi, wo man schon von Anfang an weiß, wer der Mörder ist. Da bleibst du dann halt auch nicht bis zum Ende dran. Deswegen, nicht jede Unterwäsche ist sexy, aber ein Großteil davon. Unterwäsche. Ich liebe Unterwäsche, wenn sie nicht angezogen ist. Ja, nackte Frauen ist doch, glaube ich, eher das, was das Auge möchte. Klar kann man auch etwas verpacken, wie ein Geschenk, und dann wird es interessanter. Bei Frauen sind das Hotpants bestimmt bei dir auch. Nee, ja. Hotpants. Ja, so Hotpants-mäßig, aber schwarz auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich von der Farbe her. Weil, also wenn es rosa ist, irgendwie so pink und so, nein, ist schon mal also keine Glitzerscheiße, wir sind hier nicht in Disneyland. Keine Tiermuster. Tiermuster, boah, ich habe so eine Ablage, wenn ich Tiermuster sehe. Um Gottes Willen, wenn ich so Tiger-Muster sehe. Tiger-Leopard-Muster. Ich schwör's, also, egal wie gut sie aussehen sollte, ich habe einfach kein Interesse da. Also an mir selbst finde ich normale Boxershorts okay. Also ich hasse diese Seidenboxershorts. Kennst du die noch von, wo früher Snoopy und so drauf war? Ja, die Gangster immer getragen haben. Die glänzig sind. Boah, das ist die ein ich auch absolutes No-Go. So, wo das dann irgendwie cool war, wenn da Herzen drauf war. So auf lächerlich. Ja, und auch wenn ich auf das weibliche Geschlecht stehe, Stringtangas bei Männern gehen gar nicht. Da der stylische, die stylische Boxershorts im Freizeitbereich freischwingend, im erotischen bzw. antörenden Bereich dann doch schon eher ein bisschen enger anliegend, dass die Frau auch sieht, was sie kriegt. Das ist ja auch verschieden, ne? Also ich habe die normalen Schlüpfer getragen, die kurzen natürlich, gibt ja auch so Oma-Hosen, ne? Selber würde ich sagen, einfach eine Standard-Boxershorts auf diese komischen Slips und Eierkneifern, wie sie da heißen, da stehe ich überhaupt nicht. Also ich persönlich denke zum Beispiel, wenn ich jetzt Unterwäsche anhabe, finde ich es wesentlich sexier, also ich stehe jetzt nicht auf Männer, aber ich denke einfach, bei Männern sieht es einfach besser aus, und da stehen auch Frauen mehr drauf, wenn man richtig enge, wenn man enge Boxershorts hat, also diese, ja, ihr wisst, was ich meine, wo man die ganzen Umrundungen sieht und sowas. Ich trage immer einfarbige Boxershorts, was anderes kommt mir nicht in die Buchse. Also an mir, naja, die klassischen Boxershorts, die nicht zu schlabrig sitzen. Also nicht so schlabber Boxershorts, sondern Shorts, die enger anliegen. Also wo ich auch weiß, dass meine Jungs gut aufgehoben sind, nicht, dass die hin und her schlackern. Ich mag es nämlich nicht, wenn was rausguckt, wenn ich das irgendwie merke. Wenn man es nicht, also ich habe so Jeans drüber, aber wenn ich merke, es guckt was raus, echt nicht cool. Gar nicht gehen tun ja diese Oma-Unterwäsche, ne? Diese Breiten, wo man gar nicht irgendwie so kurvig oder so irgendwas vom Arsch oder so mitkriegt. So, ne? Und dann noch am besten so aus Stoff, so aus Baumwolle. Also aus diesem weißer Baumwolle. Aber so leicht dieser, nicht komplett weiß, sondern dieses weiß-gelbliche, dieses beige. Ja, mit so ein bisschen, wie heißt das? Heißt das Straps? So ein bisschen, dieses, kennt ihr das? Mit diesen komischen Mustern, so strapsenmäßig, aber so endekelhaft. Halt richtig breit, wo der ganze Arsch abgedeckt ist. Aber so auf so Tangas stehe ich auch nicht. Also an mir, ich stehe auf
diese ganz normalen Boxershorts. Nicht diese weiten, die man kennt, sondern diese ganz normalen, engen, die finde ich ganz, finde ich bequem und sehen auch gut aus. Also diese langen, lockeren Boxershorts, ich glaube nicht, dass das alle Frauen so sexy finden. Gibt natürlich Frauen, es gibt auch Frauen, denen ist es egal. Aber ich habe halt damit die Erfahrung gemacht, dass die es lieber so mögen, wenn es eng ist. Ich finde Tangas ganz gut, aber nicht an mir, sondern an Frauen. Und die würde ich auch liebend gerne öfter für ihn tragen, aber ich finde sie total unbequem. Warum? Weil ich immer das Gefühl habe, ich habe was im Arsch. Am Arsch. Okay. Also Männer in Strings ging gar nicht. Schließe ich mich auch an. Ansonsten bei Frauen geht, finde ich, vieles. Also, ja, bei Frauen geht vieles, das stimmt. Auch nichts. Aber auch Männer in Strings gehen nicht, aber die sehe ich nicht so oft. Über die Hälfte aller Männer kauft gerne Sparpacks, also Dreier-, Fünfer-Packs. Und das gilt auch für die Vielverdiener. Also wenn einer richtig Kohle hat, spart er gerne trotzdem bei der Unterwäsche. Und nur ungefähr 55% der Männer finden modisch attraktive Unterwäsche ist die, die sie sich auch kaufen sollten. Die Vogue hat wiederum eine Umfrage gemacht, bei der herauskam, dass über 50% der Frauen einen Monat lang auf Sex, Handy und sogar Schokolade verzichten würden, wenn sie 500 Euro in Aussicht gestellt bekommen für Unterwäsche. An dieser Stelle übrigens, eine Frau freut sich auch sehr über Gutscheine. Vielen Dank für unsere Zuschauer Matthias und Marek. Ja, und das ist für euch natürlich eine gute Idee zu Hause, die Freundin mal zu überraschen. Unterwäsche natürlich sollte sie passen oder umtauschbar sein, wenn sie denn nicht passt. Generell, was findet ihr denn an Frauen für Unterwäsche sexy? Also ihr, die Zuschauer. Bei Tangas oder ist ja die... bei Männern. Ja, was ist die heiße Diskussion? Tanga, ja, nein? Also, Bei mir selber finde ich normal so am besten so Calvin Klein oder so. Kann aber jetzt auch vom David Beckham sein. Ja. Ja, also schön, das muss gut sitzen. Am besten mit so einem Spanngurt. Also es muss halt ein bisschen luftig immer bleiben. Sollte nicht zu luftig sein, weil dann klatscht dir der Pimmel immer gegen den Oberschenkel und klebt fest. Schön finde ich sie auch. Also wenn man mal, ne, so ein bisschen romantische Stimmung aufkommen lassen will, dann zieh ich sie auch mal an. Aber wenn man mal was im Arsch haben möchte, dann zieht man Tanga an. Nein, ich ziehe sie ab und zu an. Aber ich finde auch normale Slips können sexy sein, wenn sie halt schön aussehen. Stimmt. Ach, bei Mädels habe ich da eigentlich nicht so hohe Ansprüche, denn ich will einfach nur, dass es eng ist. Ganz wichtig, es muss eng sein. Ganz eng. Und also ich mag es nicht so, wenn die irgendwie, ich weiß nicht, gibt es überhaupt Mädels, die tragen so lange Boxershorts? Ich weiß gar nicht. Am besten ist es doch sowieso nackt, aber ich meine ja nur. Bei ihr ist halt ganz wichtig, ich bin kein Tanga-Mensch eigentlich. Ich mag Hotpants viel lieber. Ich weiß, kann jetzt nicht erklären, warum. Ist halt eine innere Sache. Und irgendwas Schlichtes drüber, weil bleibt ja eh nicht lange dran, wenn es so weit kommt. Oder einen schönen BH dabei oder mal so einen schönen Babydoll. Peter findet durchsichtig ganz schön. Ja. Ist halt Geschmackssache. Aber ich finde schon Hotpants mäßig so in die Richtung. Ne, Hotpants oder so ganz normal, keine Ahnung. Was ist denn ganz normal? Für jeden ist ja was anderes. Ganz sagen. Man muss auch beschreiben, wie das aussehen soll. Eher so ein Slip mäßig oder wie eine Shorts eben? Ja, so die Richtung, ne, unterschiedlich. Ich weiß nicht. Er kann sich nicht entscheiden, also aber auf jeden Fall. Beste Farben sind schwarz, grau, ist auch geil. Ja, neutrale Farben auf jeden Fall, nicht so zu viel Schnickschnack, weil das sieht irgendwie kitschig aus. Und keine Snoopies da drauf oder so. Nee, da wird bei mir sofort vorbei. Ich bin dann gleich, okay, tschüss. Stell dir einfach mal so auf die Außenseite. Nein, die Außenseite. Hey, Baby! Ich weiß das nur von anderen, also dass sie sich alles in schwarz gekauft haben, weil der Freund das so mochte und ihn anmacht praktisch, ne? Ja, ich habe jetzt gar keine Vorliebe für Unterwäsche. Also, manche sagen ja so mit Spitze und sowas alles. Das interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Ich finde jetzt so Oma-Schlüpper jetzt nicht so mega geil. Aber ob man jetzt eine Boxershort anhört, weil es so gemütlich ist, oder ob man jetzt irgendeinen Tanga oder irgendwas anhat, das interessiert mich gar nicht. Und bei den Frauen stehe ich auf Tanga, weil das so freier ist, und wenn man mit der schlafen geht, so kuscheln, muscheln, so Hotpants. Ja, Mann. Was meinst du? Ich bin deiner Meinung. Meine Meinung? Ja, ich bin ganz deiner Meinung. Ich bin ganz deiner Meinung. Ja. Und dann kann man noch die Farbe aussuchen. Stimmt, geht ja auch noch. Ich denke, da bevorzuge ich so rosa, rot und schwarz. Am besten bei einer dunkelhaarigen, lange Haare und dann noch schön braun gebrannt und dann dunkelrote Dessous. Bombe. Aber bitte keine High Heels.
keine High Heels. Nein. Ja, also das wäre, glaube ich, das, was ich als Verpackung am schönsten fände. Ich kann das nicht unbedingt immer. Nee, diese, wie heißen die? Panties heißen die, glaube ich. Hotpants. Ja, aber genau, so Hotpant-Dinger. Ja, die so ein bisschen... Ja, genau, so ein bisschen. Das, ja, diese Halbdinger, ne? Ja. Wo man der Arsch ist noch den gut Arsch, zu sehen. Das formt den Arsch, ganz gut. Diese, nennen wir sie jetzt mal Panties. Panties, heißen die Panties oder? Hotpants. Hotpants sind Dinger, die gehen über den ganzen Arsch. Wir reden das über sind auch die Hosen. Hotpants. Unterwäsche auch? Ja, wie nennt man die denn? Unterwäsche sind Panties. Ich schwör's euch, Panties, ja, googelt das. Panties, ja, Panties. An der Frau finde ich Spitze sehr gut. Strings finde ich gut. Im Prinzip habe ich keine speziellen Vorlieben. Also, wenn es zu der Frau passt, dann ist das erste Sahne. An meiner Partnerin. Also, wenn ich eine hätte, würde ich das cool finden, dass, schön, also sexy Unterwäsche. Dessous. Also, jetzt nicht keine Porno-Dessous, sondern wo Nippel rausgucken jetzt. Also, das, ihr kennt ja diese aus der Werbung. Also, aus der Werbung kennt ihr diese übelst perversen. Aber ich meine sexy Unterwäsche, die. Ja, die Figur betont, die das also vielleicht auch ein bisschen spannend macht, quasi wie ein Paket, was man gleich auspackt. Aber bei Frauen, was auch gar nicht geht, ist so Leopardenmuster und sowas, Alter. Das ist echt ekelhaft. Was gibt's denn noch, was gar nicht geht an Unterwäsche? Hier so. So diese mega zwölfjährige Kinderschlüpper. Genau, diese zwölfjährigen Kinderschlüpper. Geht gar nicht. Boah. So. Mickey Maus und Minnie Maus und so. Haben wir halt. Tangas kennt jeder. Okay, glaub, wenn die Perle einen geilen Arsch hat. Das können auch nicht viele tragen, das ist nämlich das Ding. Ja, aber wenn eine Perle einen geilen Arsch hat, dann sieht ein Tanga mega krass aus. Aber ich weiß, worauf wir alle drei stehen. Und das sind Hotpants. Hotpants sind sexy. Wenn unten die beiden Arschbacken, die knackigen Arschbacken so ein bisschen zum Vorschein kommen und dann die Falte. Da stehe ich auch bei dir drauf, wenn du die anderen. Na gut, aber sowas seht ihr halt nur privat. Okay, oder auch Bullshit TV. Bei Frauen geht das Ganze dann auch in einen gewissen anderen Part, wo es von Hotpants bis hin zum Stringtanga sein kann. So Oma-Unterhöschen, ne. Ja, geht. Manchmal ist es ganz süß mit mir. Aber jetzt nicht so übertrieben. Ja, wir reden ja gerade, wir sind ja 61 Minuten Sex, nicht 61 Minuten Kuscheln. So. Kuscheln wird aber auch mit Sex verbunden. Das Vorspiel macht das Spiel erst interessant. Ja, laut Doktor, beim Küssen ja schon beim Kuscheln. Ja, komm. Mit Unterwäsche kannst du mich wirklich nicht reizen. Ich stehe ganz ehrlich einfach auf nackt. An meiner Partnerin eigentlich alles, was gewisse Kurven betont. Was ich voll eklig finde, ist Unterwäsche, die irgend so ein komisches Gardinenmuster hat oder, also kennt ihr diese oder diese Decken oder so, wenn da irgendwelche Blümchen drauf sind und so eine Scheiße, das finde ich voll ekelhaft. Ich stehe nicht so auf Spitze. Ich mag Tangas unglaublich ungern. Finde ganz normale, einfarbige Schlüpfer am schönsten an Frauen. BH muss sie sich selber aussuchen, keine Ahnung. Also auf jeden Fall. Was gar nicht geht, sind diese Seiden-Unterhosen-Boxershorts. Ja. Und bei Mädels war irgendwas mit Tigermustern oder so. Das ist alles widerlicher Dreck. Hier diese Panties. Ich werde noch mal im Internet gucken, wie sie heißen. Das sind die geilsten Dinger. Ob ihr nächsten Samstag ein Video zum Küssen oder zum perfekten geilen Körper sehen wollt, könnt ihr uns schreiben. Am Stern erkennt ihr den super sexy Star-Samstag schon am Thumbnail. Sicher macht Sex Spaß, auch mit sexy Unterwäsche. Ich bin da sehr unkompliziert, würde ich sagen. Ich finde, sie muss sich drin wohlfühlen.